meine lieben Herzen, herzlich willkommen auf meinem Kanal Sonnenherz Tarot. Ich freue mich, euch alle recht herzlich begrüßen zu dürfen. Welcome back für alle, die wieder einschalten, diesmal zum Monatsorakel für den Monat Juli. Was erwartet dich für dein Sternzeichen Löwe, Aszendent Löwe, Mondzeichen Löwe oder Venus Löwe, wenn du eines dieser vier Dinge in deinem Chart hast? Kannst du dir die Legung hier anschauen? Und wenn du hier zum allerersten Mal eingeschaltet hast, ja dann hallo und herzlich willkommen, du liebe Seele. Ich begrüße dich von ganzem Herzen. Wenn dir allgemeine Tarotkartenlegungen noch nicht vertraut sind, dann bitte ich dich unten in der Infobox, dir alle wichtigen Details zu entnehmen. Wenn dir das aber schon vertraut ist und du einfach mich bisher nur noch nicht kennst, ja dann entspann dich, lehn dich zurück. Gleich beginnen wir mit eurer Juicy Legung. Und ja, wenn du eine private Legung oder Energiesitzung bei mir buchen möchtest, unten in der Infobox ist meine Webseite. Darüber kannst du mit mir in Kontakt treten oder mich auch schon direkt buchen. Und wir gucken mal, Löwe, 7 der Kelche als erste Energie. Von was? Was träumst du? Was ist in deinem Kopf? Wir schauen mal. Die 7 der Kelche ist auch für mich so eine Energie, ja, in eine Vorstellung sich zu verlieben, Tagträume zu haben, aber hier von einem Neubeginn. Du träumst von einem Neubeginn mit dem, vor allen Dingen der Träumer, the Dreamer. Was ist da für ein Traum in deinem Herzen? Oh, was träumst du? Was träumst du? Wo willst du den eiskalten Neubeginn? Ist es hier von einem alten Liebhaber, von deinem Ex? Oder mit einer unfinished, also eine Geschichte, die noch nicht zu Ende ist? Was haben wir hinten im Deck? Die 10 der Münzen. Ja, also ich sehe allgemein hier im Monat Juli. Du träumst hier von schönen Zeiten. Du träumst hier von was wäre, wenn... aber auch hast du hier einen bestimmten Wunsch mit den 7 der Kelche, aber du, ich habe auch das Gefühl, bist du bereit dafür, etwas zu opfern, zu loszulassen. Opfern klingt so hart, aber ja, hier etwas, dich von etwas hier zu befreien. Für einige höre ich, es wird Zeit, eventuell diesen Traum jetzt hier mal ins kalte Wasser zu springen, ob es hier sich um eine Person handelt oder ob es hier ein Wunsch ist, der hier wirklich in dir schlummert, jetzt zum Leben erweckt zu werden, ja, und es bringt nichts, nur davon, das in deiner Fantasie hier zu lassen, wenn da eine große Sehnsucht ist, sondern hier endlich mal den Sprung zu wagen und zu sagen, hey, lass mich doch herausfinden, wie es denn wäre, weil ich habe so einen innersten Wunsch, wo ich irgendwie vielleicht eine Blockade hier habe, dem hier nachzugehen. Befreie dich hier von deinen selbstlimitierenden Blockade, Glaubenssätzen oder oh nee, ich bin nicht gut genug, kann ich das überhaupt? Ja, du musst bei Null anfangen, ja, der Nah ist die Null, ja. Aber es wird Zeit, dass du hier endlich deinen großen Traum hier folgst. Wenn nicht jetzt, wann dann? Verschieb es nicht weiter auf später. Lass es nicht in dieser Welt stagnieren, wo es nur, ja, sag ich mal, in deiner Fantasie existiert, ja, wo du das in deiner Fantasie ausschmückst und ja, sondern hey, geh dem nach. Verfolge hier deinen Traum. Ich habe auch das Gefühl hier, wenn du wirklich sagst, okay, ich befreie mich jetzt hier aus der Situation, ich möchte diesem Traum hinterherjagen, ja, sehe ich hier, ist einfach ein großes Potenzial für, wenn es etwas Materielles ist, hier für materielle Erfüllung. Es wird Zeit, dass du hier irgendwie aber in den Schritt, also in die Tat gehst, ja. Auch wirst du dich hier nochmal erinnert, zu schauen, was habe ich denn bis jetzt in meinem Leben kreiert, um für die Wunder und kleinen Ereignisse in deinem Leben dankbar zu sein, für die Fülle um dich herum hier auch wahrzunehmen. Ich habe das Gefühl, für einige hat es hier was mit Reisen, mit dem Ausland zu tun. Da ist irgendwie eine Sehnsucht, aber irgendwie liegt auch hier so eine Entscheidung. Eine Entscheidung, soll ich dem nachgehen oder nicht, weil es öffnet sich wie so ein
Wie kann ich sagen? Es ist wie ein Shift, ja. Also du, ja, eine Realität, die sich dir hier öffnet, eine neue. Entscheidest du dich da, diesen Sprung zu machen, ja, diesen Shift zu machen, diesen Quantensprung zu unternehmen? Ja, möchtest du das oder nicht? Es liegt hier an dir. Wir haben die sieben der Kelche und da ist einfach noch eine Angst und etwas, wo hier gesagt wird, es wird Zeit, dass du das loslässt, dich davon befreist, was dich hier zurückhält. Für einige, du musst dich zwischen zwei Dingen entscheiden. Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, es ist wie so ein kalter Sprung wirklich ins Wasser. Es ist wie so ein, da öffnet sich dir hier so eine Realität und du musst da durchsteigen. Ja, und du hast Angst. Du hast Angst. Weil du hast Angst, dass du hier etwas hinter dich lässt und du hast Angst, dass es nicht erfolgreich sein wird. Aber du kannst es gar nicht testen, wenn du es nicht mal austestest. Ja, wir haben hier wirklich auch hier mit dem Pagen der Kelche, vertraue hier deiner Intuition. Auch wirst du hier eine, ja, hier Aufmerksamkeiten erhalten von deinen Liebsten, Komplimente, Botschaften, eine Nachricht, die hier reinkommen möchte, Neuigkeiten, neue Menschen, die in dein Leben kommen möchten. Ich habe das Gefühl, jetzt ändert sich so ein bisschen, wie heißt es, ist dein Leben, ja? Also du springst in eine neue Realität und befreist dich hier von deiner Vergangenheit, von deiner Gegenwart. Also es ist eine Veränderung. Es ist wie, als ob du jetzt, wow, das kam rein. Davor hast du in einem Film mitgespielt und jetzt spielst du in einem neuen Film mit und es sind neue Charaktere in deinem Leben. Die alten sind nicht mehr da und du trauerst auch denen nicht. Das ist ein Teil von deinem Leben gewesen. Jetzt hast du hier einen Wunsch, den du nachgehen möchtest. Geh diesen Weg. Auch wenn es heißt, es kommen neue Menschen und alte Menschen, die gehen. Das ist manchmal so im Leben. So kannst du Veränderungen in dein Leben bringen. Also es ist jetzt die Möglichkeit hier für diese großartige Veränderung, die hier reinkommt. Wir haben hier die Acht der Schwerter und die Acht der Schwerter ist für mich einfach hier so, oh, ich habe so furchtbare Angst. Ja, also hier wirklich dieses Gefühl, kann ich das schaffen? Also ganz stark hier die Selbstzweifel. Oder ist es etwas, was ich hier hinterherjage, was nicht echt ist, was nicht real sein kann für mich? Und natürlich, es ist vielleicht noch nicht momentan real für dich, aber es kann hier zur Realität werden. Es ist nicht eine Illusion, der du hier hinterherjagst. Du hast Angst, dass es eine Illusion ist und dass das irgendwann hier platzen wird, wenn du dem nachgehst. Und ja, du hast Angst, hier in die Handlung zu kommen. Und es wird wirklich Zeit, hier in die Handlung zu kommen, meine lieben Löwenherzen. Es ist wirklich Zeit. Höchste, höchste Eisenbahn. Löwe, was erwartet meine lieben Löwenherzen im Monat Juli? Ja, hallo, dein Halschakra, nutze deine Stimme. Nutze deine Stimme, um diese Tür hier zu öffnen. Nutze deine Stimme, hier in die Aktion zu treten, ob es übers Sprechen ist. Ich spüre, es ist einfach nur in deiner Gedankenebene. Es ist einfach in einer Ebene. Es wird Zeit, darüber zu sprechen. Es wird Zeit, deine Stimme zu nutzen, mit deiner Stimme Türen zu öffnen. Es wird Zeit, hier auch wirklich, vielleicht bist du auch Sänger, Sängerin. Vielleicht ist es eine Arbeit, etwas, was du mit deiner Stimme hier bewirkst, Menschen berührst mit deiner Stimme in irgendeiner Art und Weise. Achte hier auf dein Halschakra, ja. Bringe dich hier zum Ausdruck über deine Stimme, höre ich hier für einige. Ja, lass dich nicht von der Angst blockieren. Community, du wirst hier neue Menschen in deinem Leben anziehen. Gleichgesinnte. Aber auch Menschen, die dich jetzt auf deinem Weg begleiten. Es fehlt hier die klare Entscheidung und auch die klare Umsetzung. Nutzt du jetzt diesen Loop of Faith, ja, also a Leap of Faith, nutzt du das? Nutzt du diesen Quantensprung, der jetzt gerade für dich bereit, oder diesen Shift, diese Energie, die jetzt in deinem Leben dich shiften möchte, ja, aus der Stagnation raus? Nutzt du diesen Sprung in deine neue Realität oder hast du Angst zu fallen? Und weil du Angst hast zu fallen, nutzt du nicht diesen Sprung und bleibst da, wo du jetzt bist. Weil du Angst hast, dass du etwas verlierst, weil du Angst hast, weil es kein Zurück mehr gibt. Und
Ich spüre, hier möchte sich dir was Neues öffnen. Es liegt hier an dir, ob du den Sprung hier wagst. Für einige sehe ich hier wirklich emotionales Hoch. Es wird dich sehr, sehr erfüllen. Für andere spüre ich hier, es ist eine Happy Family. Es hat hier was mit der Liebe zu tun. Ja? Du hast hier Angst, dich hier in jemanden zu verlieben oder mit jemandem was aufzubauen, ja, oder hier den nächsten Schritt in der Partnerschaft zu gehen und du zögerst das hinaus, ja. Bleibt es hier nur ein Wunsch oder lässt du es hier zur Realität werden? Für einige ist auch hier irgendwie, ich habe das Gefühl, mit einem Umzug verbunden, das wird für einige hier sein. Okay, Löwe. Finanzielle Disziplin ist angesagt hier im Monat Juli. Ja, achte auf deine Finanzen. Keine großen sprunghaften Ausgaben. Eventuell beinhaltet hier auch dein Traum, dass du hier investieren musst. Und das würde für dich bedeuten, du müsstest in Zukunft halt finanziell würdest du ein bisschen kürzer treten. Finanziell würde sich da was ändern. Und das ist auch etwas, wovor du hier Angst hast. Ja, hier hinten sehe ich die 77. Spiritualität, es ist ein spirituelles Wachstum, Transformation. Deine Hellsinne werden hier auch nochmal verfeinert. Die 777, wir haben den Monat Juli. Wir sind im siebten Monat. Deswegen, das ist hier auch, die 7 könntest du hier öfters sehen. Wir haben hier 7, 7, 7, 7. Schau mal nach, für was die 7 steht. Allgemein ist wirklich die 7 hier ein Glückssymbol. 7 steht für eine Transformation zum Positiven, eine positive Entwicklung. Die 7 ist ja auch als Glückszahl bekannt, aber ich sehe hier eine Bereicherung in deinem Leben, was hier für dich ja, eintreten möchte. Du bist natürlich die Person, die entscheidet, ob sie es möchte oder nicht, ne? Wir haben hier Thematiken von Streit und Sucht, was hier durchgekommen haben. Ich habe recht, nein, ich übe lieber konstruktiv streiten und den Respekt für das Gegenüber bewahren. Da gibt es hier Unstimmigkeiten für einige. Ja? Es hat hier was, dein Partner möchte gern das und das und du hältst hier noch zurück, du weißt nicht so genau, konstruktiv streiten und klare Kommunikation, achte auf dein Halschakra, dann sehe ich, gibt es hier eine Sucht bei einigen, ob das hier die Sucht ist, ob es eine Emotion ist, ob es Zucker ist, ob es Zigaretten sind, ob es Alkohol ist, es gibt eine Sucht hier in deinem Leben, halte Ausschau, beobachte sie genauer, weil du greifst immer darauf, um hier dein Wohlbefinden dadurch zu steigern, ja. Und hier wird auch von dir verlangt, dich von einem Zwang zu lösen. Für einige kam jetzt durch, es ist die Angst, die Sucht, ja. Also die Angst, die dich auch hier lähmt. Wir haben hier hinten Kopfkino. Kino im Kopf. Schalte den Film um oder aus. Meditieren ist da ein guter Helfer. Und ich spüre, bei dir ist der Kopfkino von diesem Traum, den du hier vor deinen Augen immer und immer wieder siehst und du dich da in deinem Kopfkino verlierst, aber es hier irgendwie der Sprung da ausbleibt, das in die Realität zu bringen. Ich sehe, der Neuanfang steht hier bevor. Du schaffst das. Ein neuer Anfang fragt nicht nach dem richtigen Moment. Es fühlt sich gerade nicht nach dem richtigen Timing bei dir an. Aber wann ist der richtige Timing denn im Leben? Hm? Wann? Deswegen, ich sehe hier, möchte ein Neuanfang, ein kalter Neuanfang reinkommen. Löwe, wir haben hier Orion-Aktivierung, Supernova, Erholung, Erneuerung. Wiedergeboren durch Licht. Also in deinem Leben findet eine extreme Erneuerung statt. Deiner Lebensumstände, deiner Lebenssituation. Es ist wie eine Wiedergeburt, eine Transformation, die jetzt gerade hier in deinem Leben eintritt und stattfinden wird im Monat Juli. Ich habe auch das Gefühl, spirituelles Wachstum durch Meditation erhältst du hier nochmal intensive Einsichten. Du wirst was sehen oder ob es hier über deine Träume sind, ja. Das ist so, was ich hier spüre. Auch spüre ich hier, hinten im Deck haben wir die karmische Ratklärung, energetische Reinigung, schreibe deine Geschichte neu, Neuanfang. Ja, lass nicht die Vergangenheit deine Zukunft diktieren. Schreibe deine Geschichte neu, lebe deine Wahrheit, lass deine Wahrheit nicht nur im Kopf, ja.
was wäre wenn, sondern bringe sie hier zum Ausdruck. Energetische Reinigungen biete ich auch an in meinem Shop. Kannst du auch gerne buchen. Ansonsten durch Meditation, Frequenzmusik kannst du hier auch an dir und energetische Reinigung auch daran üben, ja? Dann, letzte Karte für meine lieben Löwenherzen für den Monat Juli. In Zukunft wird es ein Video geben, wo ich alle Sternzeichen reinmache, immer Energie-Updates, wird es auch am Ende hier verlinken, kannst ja mal reingucken. Und natürlich auch ein Monatsorakel, wo alle Sternzeichen sind, wo du dann bei Löwe reinschauen kannst. Ab dieser Minute fängt Löwe an und du dann Löwe dir anschauen kannst. So, wir haben hier ein Unakid, erhörte Gebete. Dank all der großartigen Arbeit, die sie geleistet haben, steht ihnen die Tür für göttliche Hilfe offen. Die Tür zur göttlichen Hilfe steht dir hier offen. Dir wird hier eine Möglichkeit geboten von oben, wo du jetzt den Sprung wagen darfst. Es ist dein Gebet, was hier erhört wurde von oben. Es fehlt jetzt nur noch hier, dass du in die Umsetzung kommst. Okay. Meine lieben Löwenherzen, wow, ich beende hier an dieser Stelle deine Legung. Wenn du mit meiner Energy in Resonanz gehst, darfst du gerne ein Abo dalassen, eine Gefällt-mir-Angabe oder auch einen Kommentar. Und ja, wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal. Fühlt euch gedrückt und bis dann. Tschüss.